Herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz von Fair Fighting Championship, FFC. Vielen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen. Wir haben uns hier heute zusammengefunden, um die neue Marke FFC zu präsentieren. Es wird eine Mixfight-Veranstaltung auf höchstem sportlichen Niveau werden. Wir werden professionelle K1, MMA, Muay Thai und Boxkämpfe zeigen. Wir wollen dem Zuschauer ein vielfältiges und mitreißendes Event bieten. Der Veranstaltungsort in Herne stand bereits früh fest. Zum einen, weil dort schon viele Kampfsportveranstaltungen stattgefunden haben. Zum anderen, weil wir unsere Wurzeln hier im Ruhrgebiet haben. Wir leben hier. Die Arbeit in den Gyms ist sehr gut. Hier leben viele bekannte, talentierte Sportler. Und wir haben ein großes Einzugsgebiet an Kampfsportfans, die sich ein derartiges Event wünschen und auch verdient haben. So, ich als technischer Leiter habe mich ein bisschen um das Matchmaking gekümmert. Wir haben eine sehr gute Fightcard auf die Beine gestellt. Ich werde natürlich nicht alles heute verraten. Der Hauptkampf sind nun mal zwei der besten MMA-Kämpfer hier in Deutschland. Die haben wir ja auch hier sitzen. Die werden ja auch gleich ein wenig befragt. Ansonsten haben wir lokale, namhafte Kämpfer da, auch ein paar neue, talentierte, wie zum Beispiel GMC-Sekretärin Mandy Böhm gegen Maja Markowski, ist auch gerade hier, deswegen habe ich sie mal genannt. Ansonsten wirklich Top-Leute wie die Lara Kocak gegen Lisa Schewe im K1-Titelkampf. Ansonsten haben wir noch Daniel Solaya da, der letzte Mal gegen Mikhail Bayromov einen super Fight abgeliefert hat. Knapper Punktsieg, den werden wir gegen Uli Schick sehen. Ja, wie gesagt, ich möchte heute nicht alle Kampfpaarungen verraten, aber Lomali Eskiev wird zu sehen sein. Alan Omar, seit langer Pause wieder zu sehen sein, war ja mal ein UFC-Kandidat. Sonst haben wir jeder Gewichtsklasse eigentlich ziemlich mit Top-Stars besetzt. Hauptsächlich werden es MMA-Fights sein. So zu 30% werden wir auch Top-K1-Kämpfe anbieten. Und ein, zwei Boxkämpfe sind auch geplant. Wie gesagt, aber Schwerpunkt liegt bei MMA und K1. Du hast gerade den Titelkampf angesprochen von Dilara. Gibt es weitere Titelkämpfe für mich oder ist das bisher der einzige? In Planung ist ja noch im April, ist aber noch in Planung ein Weltmeisterschaftstitelkampf gegen Anja Fuchs geplant. Aber da will ich jetzt nicht Uwe Göpkes vorausgreifen. Wie gesagt, in erster Linie geht es jetzt um Lisa Schewe gegen die Lara Kocak. Sie hat ja letztes Jahr die DK Series gekämpft, hat dabei auch so ziemlich alles geschlagen, auch aus Holland Top-Kämpferin. Ja, sie hat sich diese Titelchancen erarbeitet, das wollen wir ja auch nicht vorenthalten. 2014 soll ihr Jahr sein. Mit Lisa Schewe haben wir natürlich Top-Favoritin, auch eine der besten Kämpferinnen hier im Ruhrgebiet. Die Lara selber kommt ja aus Hannover, aber ihre zweite Wahlheimat ist ja Herne. Ja, also wie die meisten Fans und die meisten Kämpfer ist der Michael schon lange auf der Bühne und deswegen auch bekannt. Ich denke mal, dass das in meinem Fall jetzt in den letzten Jahren eigentlich auch so zutrifft, weil wir uns ja schon, ich sag mal, eine gewisse Zeit in der gleichen Gewichtsklasse bewegt haben. Finde ich, war das eigentlich abzusehen, dass wir früher oder später aufeinandertreffen. Ich muss dazu sagen, Michael und ich, wir kennen und wir verstehen uns.
Man muss aber auch sagen, dass das ein Profi-Business ist und ja, wenn wir gegeneinander kämpfen, dann ist das nichts anderes als Business. Und genauso sehe ich das auch. Das ist ein sportlicher Vergleich und ich freue mich darauf. Und ich werde versuchen, dir ganz schön schwer zu machen, natürlich. Und davon gehe ich aber aus, dass du und dein Team das auch versuchen werden tun werdet. Genau. Stellst du mal die Frage? Also privat verstehen wir uns ganz gut, wie der Nick schon gesagt hat, aber das ist jetzt ein Kampf und da geht es jetzt nicht ums Private. Also im Kampf schalte ich alles aus und da zählt nur noch die Schlacht, wenn wir beide uns eine schöne Schlacht liefern. Was ich kann, das wisst ihr. Was ich aber noch nicht gezeigt habe, ist den Bodenkampf. Und wenn es zu Boden gehen sollte, werde ich auf dem Boden auch eine Menge dir liefern können und im Stand sowieso, das weißt du. Von daher, ne, mach dich da auf was gefasst. Darf ich auch was dazu sagen? Nee, darf's nicht. Also, wie gesagt, der Micha, wo er recht hat, ich weiß nicht, wie gut er am Boden ist. Ich weiß nicht, wie gut sein Ringen ist, aber ich glaube, er weiß auch nicht, wie gut mein Boxen ist. Und deswegen Boxen. Aber wir werden ja sehen. Ich werde natürlich auch versuchen, die ein oder andere Überraschung an dem Tag auszupacken und ja, abwarten. Ich schick's dir dann. Per Einschreiben. Also der Nick Hein bewegt sich auf jeden Fall in der Topklasse, in dieser Gewichtsklasse. Von daher ist das, wirklich nehmen wir den sehr ernst, das ist wirklich ein optimaler Gegner. Und von seinem Kampfstil her würde ich sagen, ich schätze ihn als körperlich sehr stark ein, ist ein starker Ringer. Er sagt ja seinem Boxen, wir müssten uns da auf was gefasst machen. Freue ich mich schon drauf und ansonsten würde ich für die Vorbereitung sagen, wir haben den Manuel Masuch, der müsste körperlich vergleichbar sein. Von daher, wenn wir den mal ordentlich 2 Monate lang auf den Michael drauflegen und wenn er da rauskommt, dann hoffe ich auch, dass er beim Nick auch rauskommt. Ja, dann eine ähnliche Frage, Co. Also was? Ihr habt sehr viel Boxen in letzter Zeit geübt. Man hat es in deinem letzten Kampf gesehen und du hast dich jetzt auch auf K1 vorbereitet. Meint ihr, das wird dir besonders helfen jetzt gegen ihn? Er ist ja auch bekannt als sehr starker Boxer. Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich glaube, der Mann zu meiner Seite, den ich eigentlich nicht vorstellen muss, ja für meinen Bodenkampf und Jiu-Jitsu verantwortlich ist. Das ist ja Taz, oder wie ich ihn nenne, Magnum Harun Ukal. Und sein Bereich ist halt der Bodenkampf. Und deswegen, ja, der Frank Lubitz ist ja der Standtrainer. Und da der momentan seine Personal Trainer A Lizenz macht und morgen, glaube ich, Prüfung hat, kann er leider heute nicht hier sein. Aber ich glaube, seine Antwort wäre gewesen, ja, Kickse, oder so. Sag ich sie, Kollege. Also um erstmal auf Nicks Boxen zurückzukommen. Ich komme aus dem Jiu-Jitsu, ich arbeite mit ihm auf dem Boden, im Stand natürlich auch. Und in meinen Augen ist der MMA-Kämpfer ein kompletter Mann. Es kommt nicht nur aufs Boxen an, okay, der eine mag im Boxen besser sein, der andere im Boden besser, im Ringen und so weiter. Das Wichtige ist aber für mich, um einen kompletten Sportler im MMA darzusetzen, einen kompletten Mann. Das heißt, all seine Standfähigkeiten und Bodenfähigkeiten sollten ausgeglichen sein und auf einem hohen Niveau sein. Und erst dann, finde ich, ist ein MMA-Kämpfer ein guter Kämpfer. Es passiert manchmal halt, dass Leute im MMA oder Sportler im MMA leider nur im Stand oder nur auf dem Boden gut sind und entscheiden dadurch Kämpfe oder verlieren dadurch Kämpfe. Hier in dieser Paarung bin ich mir sicher, dass ein sehr schöner Kampf sein wird. Ja? Weil ich bin mir sicher, weil Sparta Essen sind sehr gute Bodenleute, ganz klar. So, der Erdinch ist auch ein sehr, sehr guter Standkämpfer, wie jeder weiß. Der Nick hat sehr viel Erfahrung, kommt aus dem Judo, aus dem klassischen Judo, sehr viel Erfahrung auf dem Boden.
Ich versuche ihn natürlich da nochmal ein bisschen zu schärfen. Im Stand hat er, wie gesagt, einen sehr, sehr guten Boxtrainer, der sehr viel mit ihm arbeitet. Und ich freue mich einfach auf dieses Event, welches möglich macht, zwei sehr gute Sportler aufeinandertreffen zu lassen. Wie man auch sieht, sind beide sehr fair eingestellt und ich sehe es auch sehr fair. Heißt ja auch Fair FC. Heißt ja auch Fair FC. Ich hoffe auf einen sehr fairen Kampf und natürlich einen schönen Kampf, wo beide auch wirklich das zeigen können, was sie wirklich drauf haben. Ne? Und ich denke, erst dann ist ein erfolgreicher Kampf auch auf beiden Seiten geworden. Danke. Ihr kämpft zum ersten Mal auf 73 Kilo und habt vorher bei 77 Kilo gekämpft. Du, glaube ich, bei 84 früher. Wie sieht das aus? Probleme beim Gewicht machen oder habt ihr andere Methode entwickelt, Gewicht zu machen? Also erstens habe ich schon mal bis 73 gekämpft, da war ich aber 16. Und zweitens, Michael und ich hatten ja eben schon die Möglichkeit zu reden und wir sind uns beide einig geworden, dass jetzt die Weihnachtszeit einfach die beste Zeit ist, um abzunehmen und deswegen, dass überhaupt kein Problem sein wird, im Februar dieses Gewicht zu haben. Ich weiß nicht, also wie du das siehst. Ja, bei mir, ich habe da ebenfalls ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich hatte auch mal 69 Kilo gehabt, mit 16. Auch Kampferfahrung gemacht. Nein, also ich habe mit 84 Kilo angefangen, da habe ich aber nicht mal Gewicht gemacht. 77 Kilo ist meine Klasse, da muss ich gar nicht mal so viel machen. Je nachdem, wie ich trainiere natürlich, ob ich jetzt mehr auf Muskelwachstum gehe oder je nachdem, welche Trainingsphase ich gerade bin. Und ja, durch eine Trainingsumstellung und eine Ernährungsumstellung werde ich es jetzt auf die 70 schaffen. Erstmal 73 und anschließend 70. Und ja, meine Methoden habe ich dafür. Einen neuen Ernährungsplan, Trainingsplan guten, passenden Trainer dafür, Les als Kopf. Yusuf Ramadan im MAS als Boxtrainer und habe noch ein paar gute BJJ-Partner, mit denen ich dann, ich meine, das Gewicht schön runter trainieren kann und dann passt das schon. Du hast gerade schon angesprochen, auf 60 Kilo möchtest du vielleicht nochmal die Frage, ob das auch, also der Endplan ist sozusagen, dass du dort irgendwann durchstarten willst bei 70 Kilo, das ist ja dann? Ja, genau, richtig. Du hast es schon gesagt, also mein Ziel ist die 70 Kilo Klasse und da möchte ich hin, ja. Ja, im Endeffekt wollen wir das jetzt eruieren, welche Gewichtsklasse uns am besten liegt. Also 77 Kilo, muss ich ganz ehrlich sagen, war jetzt beim letzten Kampf kein Problem zu erreichen. Ja, und im Endeffekt ist das jetzt, ich sag mal, wieder eine neue Orientierung. Es ist ja nicht genau 70, wir sind ja, ich sag mal, noch in dieser 3 Kilogramm Komfortzone, sodass man immer noch sagen kann, es kommt dem schon sehr nah, aber es geht halt darum, wir wollen wissen, ist es möglich oder nicht. Micha, für dich nochmal die Frage. Also, Nick ist ja bekannt als Nummer 1 zurzeit bei uns in Deutschland. Was wird den Sieg bedeuten? Ja, auf jeden Fall viel. Ne? Nick Klein hat einen guten Namen, ist ein starker Kämpfer. Wie gesagt, ich habe jetzt auf dem Boden mehr von dir gesehen, beziehungsweise vom Stand zum Boden, also Takedown. Wird auf jeden Fall eine Herausforderung für mich, wenn ich ihn besiege, dass. Ich werde ihn besiegen, sagen wir mal so. Bitte Kamera jetzt auf mich, muss ich so machen. Und ja, das heißt auf jeden Fall was für mich. Jetzt die Nummer 3, ich bin Nummer 5. Ne? Es geht natürlich nur nach oben. Die Frage ist aber, es ist die Weltergewichtsklasse und nicht die Lightweight-Klasse. Also von daher weiß ich auch gar nicht, wie das bewertet wird. Nick, du hast jetzt so einige Siege hintereinander einfahren können. Einen Sieg nochmal gegen so einen starken Mann. Was glaubst du, stehst du da? International gesehen, legst du da vielleicht schon leicht auf die UFC? Also erstmal, ich bin ja jetzt erst seit kurzem auf Platz 3, weil vorher warst du, glaube ich, auf Platz 3. Auf 4? Okay. Dann, ich dachte, ich hätte dir den Platz weggenommen. Im Endeffekt ist es so, Sparta Essen und ich sag mal, jetzt in dieser Kooperation mit Club do Leão und den Eisenmeistern, die ja, ich sag mal, auch jetzt so die Ecke Köln, der Ecke Köln zuzuordnen sind, ist es so, dass wir eigentlich zwei große Gyms in unmittelbarer Nähe haben. Und ich sag mal, der Mischa ist einer der wenigen, die, ich sag mal, genauso ticken wie ich, die sagen, wir sind beide, wir kommen beide hier aus der Ecke und wenn wir verlieren, dann ist das ziemlich scheiße, weil
ich sag mal, da natürlich auch, ich sag mal, ein gewisser Imageverlust hintersteht. Viele deutsche Kämpfer kämpfen leider nur im Ausland, beziehungsweise gegen Gegner aus dem Ausland. Das Problem da ist, wenn die dann verlieren, kann man immer sagen, ja, man weiß ja nicht, wie stark die jetzt waren, vielleicht hätten die anderen ja auch gegen die verloren, und das hat dann manchmal zur Folge, dass sie eben in der Rangliste nicht nach oben oder nach unten gehen. Aber das ist ein direkter Vergleich zwischen uns beiden, und es wird schwierig werden, das hinterher wieder auszugleichen, wenn man eine Niederlage eingefahren hat. Also ist mir dieser Kampf sehr wichtig, ganz besonders wichtig, und alles, was danach kommt, kommt danach. Mehr möchte ich jetzt nicht dazu sagen. Okay. Ansonsten denke ich, die Zuschauer können sich auf jeden Fall auf ein packendes Event einstellen. Wir haben interessante Kämpfer. Wir haben interessante Kämpfe. Wir haben wirklich Charaktere dabei, das habt ihr ja auch gerade gemerkt. Die wollen beide gewinnen, die sind heiß auf den Kampf. Die Organisation wird auf jeden Fall rund ablaufen, da wird es keine Probleme geben. Und ja, Isa Topal und ich, wir werden da alles für in die Wege leiten. So, ich möchte mich erstmal bei Michael und beim Nick bedanken, beziehungsweise auch beim Management und Trainer, dass sie diesem Kampf überhaupt zugesagt haben. Also als ich Nick angeschrieben habe und Eisenmeister, die waren begeistert von der Idee. Ich habe auch ein paar Alternativen genannt gehabt, aber als erstes fiel der Name Michael Erdinç. Dass sie ihn haben wollen, ist ein kompakter Kämpfer. Er kann Boden, konnte zwar bis heute nicht alles zeigen, was er am Boden kann, weil er ja auch die meisten im Stand weggematcht hat. Ja, und beim Nick muss man sagen, seinen vorletzten Kampf hat er ja im Stand dominiert mit Rückwärtsboxen. Man hat gesehen, er hat sich im Stand sehr gut verbessert. Ja, und seinen letzten Kampf gegen Musa Yangabuev, da hat er ja auch gezeigt, wenn er einen am Boden hat, nagelt er den auch. Ja, das wird, wie gesagt, beide haben viel zu riskieren. Beide haben keine Sekunde, bitte? Beide haben natürlich viel zu verlieren, riskieren, da bin ich froh drüber, sind aus NRW, sind aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet. Ja, gut, ich bin froh, diesen Kampf bekommen zu haben. Ja, möge der Bessere gewinnen. Also wenn jetzt Nick gewinnt, bin ich jetzt nicht traurig drüber. Ich bin aber auch genauso wenig traurig drüber, wenn jetzt Michael gewinnen sollte. Ja, wie gesagt, möge der Bessere gewinnen. Am Ende gewinnen sowieso die Zuschauer und einer der beiden Athleten. Ansonsten danke für das Vertrauen von Kevin Zatzik, dass er mir da das Matchmaking überlassen hat. Wie gesagt, wir haben sehr viele lokale gute Leute buchen können. Und Paarungen, auf die man sehr lange gewartet hat, wie zum Beispiel Erdinç gegen Hein. Solche Paarungen haben wir noch einige parat. Wie gesagt, Lomali, der Name ist ja gefallen, Khalid Talla ist auch der Name gefallen, Sing Kupret, Fred Brenz. Ja, das sind lokale Leute, die gegeneinander auch vielleicht antreten werden. Alan Omar, da sind wir noch dabei. Wir gucken halt, wie wir ihn einsetzen können. Wie gesagt, Top Fight Card, Top K1-Leute, Top MMA-Leute. Ja, und Main Fight einfach der Burner. Und ja, vielen Dank. Also ich wollte noch eins, ich sag mal, klarstellen. Du hast gerade gesagt, wir kämpfen aus den gleichen Gründen. Der Image-Schaden, der dabei entstehen könnte, ich sehe da gar keinen Image-Schaden, das ist, was ich sagen möchte. Wenn wir beide gegeneinander kämpfen, ist das ein Kampf auf hohem Niveau. Mein Image ist mir da egal, darum geht es mir gar nicht. Wenn ich mit dir kämpfe, kämpfe ich mit dir, weil ich mich mit dem Besten messen möchte. Und du gehörst zu den Besten. Und ich will zeigen, dass ich der Beste bin. Ladies and Gentlemen. Let's get ready to rumble! Ich dachte, ich kann auch als Ringsprecher vielleicht agieren. Na, das war Boxen. Das ist aus dem Judo. Okay. Wie ist es bei der UFC? It's time! So. Okay. Auch von meiner Seite aus. Vielen Dank, dass ihr beide oder ihr vier hier erschienen seid. Ich bin
sehr froh darüber, dass wir so einen Kampf auf unserer Veranstaltung, auf unserer Debütveranstaltung wirklich gewinnen konnten. Und ja, auch die Zuschauer können sich auf was gefasst machen. Ich freue mich drauf.